7. Oktober, der Welttag für menschenwürdige Arbeit in Neunkirchen, Saarland. Gelegenheit und Anlass im Diözesanverband Trier für die Mindestlohnpetition Stopp die Armutsfalle Mindestlohn, Unterschriften zu sammeln. Wie hier in Neunkirchen wird, soweit es die Corona-Pandemie zulässt, bundesweit für die Petition geworben. Rees, steht hier in Neunkirchen, wie läuft's? Ja, wir sind eigentlich ganz zufrieden. Also ich glaube, 2 Unterschriftenbögen haben wir schon voll. Die Leute sind halt, wie sie halt so sind. Die einen interessiert es wirklich, die kommen dann hin und sagen, oh super, mach mal direkt mit. Manche sagen, nee, keine Zeit, hauptsächlich Rente. Aber ist ein Verständnis für eure Anliegen? Auf jeden Fall. Also viele Leute haben schon ein bisschen Kenntnis davon. Die wissen, dass der Mindestlohn zu wenig ist, dass er auf zu wenig erhöht werden soll und halten das mit den 13,69 schon für eine sehr, sehr gute Sache. Die Erhöhung auf diesen Betrag ist für die KAB eine Frage der Menschenwürde, der Achtung und der Anerkennung für geleistete Arbeit. Ein Aspekt der Petition rückt dabei immer mehr in den Fokus. Was in den Gesprächen auch immer wieder rauskommt, man macht sich wenig Gedanken darüber, über die Armutsfestigkeit. Und das ist ja, denke ich mal, das Allerwichtigste. Ja? Ich meine, mit 10, 45, was in 2022 kommen soll, gibt es keinen Rentner unterhalb der Armutsgrenze. So, und nur mit 13,69 schrappt man gerade so über diese Linie. Und das versuchen wir den Leuten halt eben auch immer wieder nahe zu bringen, dass das halt wirklich das Argument ist. Ja, wenn jemand 45 Jahre mit Mindestlohn arbeitet und der liegt eben unterhalb von 13,69, kann er eine auskömmliche Rente im Prinzip vergessen. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir dann auch immer hinweisen bei unseren Gesprächen mit den Leuten. Ja. Die Unterschriftensammlung in Neunkirchen stand in einem engen Zusammenhang mit der kommenden Schließung der Galeria Karstadt Kaufhof-Filiale. Die KAB im Bistum Trier hatte die Mitarbeiterinnen seit der Bekanntgabe der Schließung auf deren Anfrage hin begleitet und unterstützt. In Person von Diözesanseelsorger Pfarrer Markus Krastel hilft die Betriebsseelsorge den Mitarbeiterinnen, das Erlebte in Worte zu fassen, und möchte sie unterstützen und stärken, trotz des Verlustes ihrer Arbeitsstelle. Enttäuschung, Trauer natürlich, dass nach so vielen Jahren, wir haben halt ganz viele Langzeitbeschäftigte bei uns im Unternehmen, also hier in der Filiale Neunkirchen, dass da was verloren geht, die Traurigkeit und Trauer darüber, die Wut, dass halt sowas passieren kann, dass man einfach nach so vielen Jahren so gekündigt werden kann. Ich glaube, es ging vor allen Dingen zuerst mal darum, nachdem wir den Kontakt hergestellt hatten, dass ich für die Frauen erstmal nur da war und dass ich zugehört habe, dass ich all das aufgenommen habe, was die Frauen tagtäglich im Moment in der Filiale hier vor Ort in ihrem tagtäglichen Arbeitsumfeld erleben. Zuhören, da sein, das würdigen, was sie erleben und das auch aufnehmen und mitnehmen und das Ganze dann in einer Kampagne wie heute hier dann auch verarbeiten. Das hat sehr geholfen, dass man ein offenes Ohr gefunden hat, dass man einfach mal seine Gefühle freien Lauf lassen durfte. Die Enttäuschung, die Trauer, auch die Wut, die in einem steckt, dass man da einfach aufgefangen wurde. Dass es einfach von einer neutralen Person, ich möchte nicht sagen bewertet worden ist, aber uns dazu geraten worden ist, wie man am besten damit umgeht und was gerade mit uns passiert, was wir vielleicht selbst nicht gerade so wussten, weil wir wissen nur, wir haben unseren Job verloren, wir kennen unsere Gefühle, aber konnten die auch nicht so richtig einordnen. Und da hat uns der Herr Pfarrer Krastel sehr geholfen und sehr aufgefangen. Wir sind ja kein so großes Haus immer gewesen, das ist wie eine Familie, unsere zweite Familie. Man verbringt ja auch noch mehr Zeit fast wie zu Hause mit den ganzen Kollegen und es kennt jeder jeden, es weiß jeder von jedem Bescheid. Aber ja, es ist sehr schlimm. Bei mir hat sich auch noch nicht so richtig gesetzt, dass ich ab 1. November nicht mehr in den Kaufhof gehen kann. Ne, das ist halt noch nicht so richtig angekommen. Ne? Und das ist, ja, die Hoffnung war ja immer noch da, dass wir noch die nächsten 3 Jahre noch wenigstens hier bleiben können, als der Mietvertrag verlängert wurde. Es hat keiner damit gerechnet. Ne?
Ja, die sind alle total entsetzt, weil wir sind eine Kaufhof-Familie. Meine ganze Familie hat auch im Kaufhof gearbeitet und wir können uns ein Leben ohne Kaufhof nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Wie eine Familie, die wird jetzt leider auseinandergerissen und ja, nach allem Kampf, was wir gemacht haben, haben wir leider verloren müssen und jetzt am 17. schließen und das tut schon sehr weh. Aber jetzt geht immer nur ums Kapital. Geht nur ums Kapital und sonst nichts. Ne? Nach uns wird gar nicht gefragt. Ne? Arbeiten, arbeiten, arbeiten bis zum Umfalle, aber Entlohnung null. Guter Gott! Du hast uns die Erde anvertraut, damit wir sie hüten. Am Abend trafen sich die Mitarbeiterinnen des Warenhauskonzerns am Infostand der KAB zu einem Gottesdienst mit dem Thema Menschenwürdig arbeiten, Solidarität leben. Trauer, Wut und Enttäuschung waren hier zu spüren. Umso wertvoller war dieses Gemeinschaftserlebnis für die Anwesenden. Und für alle war es selbstverständlich, zumal in ihrer derzeitigen Betroffenheit, die Petition der KAB zu unterstützen. Ich nehme nochmal mit einen neuen Blick auf menschenwürdige Arbeit. Wir gucken vielleicht als KAB immer ganz deutlich von der Arbeitgeberseite her oder von der Dienstgeberseite, wie auch immer. Vielleicht müssen wir auch nochmal auf die gesellschaftliche Seite gucken und gucken, wie Gesellschaft mit Menschen, die gerade im Dienstleistungsgewerbe arbeiten, wie gehen wir als Gesellschaft mit denen um? Wie erhalten wir ihre Arbeitsplätze? Wenn wir zum Beispiel online einkaufen und nicht in den Geschäften vor Ort einkaufen, das ist mit ein Grund, warum Galeria Kaufhof hier schließt. Und wie behandeln wir die Frauen, wenn wir zu ihnen ins Geschäft gehen, wenn wir uns von ihnen beraten lassen? Behandeln wir sie wie unsere Dienstmägde oder behandeln wir sie wie Menschen, die uns beraten, die für uns da sind und sich um uns sorgen?